Der diesjährige Festumzug stand unter dem Motto damals, gestern, heute, morgen. Die Wichtel, dargestellt durch die Klassen 4a und 4c. Musikgruppe Ulfener Jungs. Urkundliche Ersterwähnung im Jahre 1253. In einer Schenkungsurkunde der Herren von Bildstein an das Kloster Germerode wird der Priester Hermann aus Sassen namentlich erwähnt. Spielleute des Mittelalters, dargestellt durch den Chorverein Germania, gegründet 1897. Der schwarze Tod. Die Pest war die Geißel des Mittelalters. Mangelnde Hygiene und fehlende Kanalisation liefen immer wieder regelrechte Pestwellen, denen sehr viele Menschen, Arme wie Reiche, zum Opfer fielen, hervor. Fanfarenzug Reichensachsen, gegründet im Jahre 1960. Die Jugendmusikgruppe besteht seit 1962. Frauen im 15. Jahrhundert. Mittelalterliches Leben und Treiben. Präsentiert von der Schule für praktisch Bildbare. Familie von Beuneburg und Gefolge. Das Adelsgeschlecht von Beuneburg-Hohenstein war über Jahrhunderte Grundherrschaft und Gerichtsbarkeit über Reichensachsen. Dargestellt durch den Landfrauenverein Reichensachsen.
Der Dreißigjährige Krieg wütete in reichen Sachsen aufgrund der zentralen Lage an Haupthandelsstraßen besonders intensiv. Zeitweise flüchtete die Dorfbevölkerung mit allem Hab und Gut in die angrenzenden Wälder, wo sie Monate verbrachte, um marodierenden kroatischen Söldnergruppen zu entgehen. Dargestellt durch den Gartenbauverein Reichensachsen. Fanfarenzug aus Sontra. Reiche Sachsen, eine von mehreren Herleitungen des Ortsnamens, basiert auf der Annahme, hier hätte sich der wohlhabende Teil der ausgesiedelten Sachsen niedergelassen. Hand- und Spanndienste musste die Dorfbevölkerung gegenüber den Grundherren leisten. Dargestellt durch den Verein Historischer Landmaschinen, gegründet 1986. Der letzte schwarze Ritter. Den Trauerzug bei der Beisetzung der hessischen Landgrafen führte nach der Überlieferung immer ein Ritter in schwerer schwarzer Eisenrüstung an. Strom von der Riedmühle. Reichensachsen hat damit in 1896 als erster Ort im Regierungsbezirk Kassel elektrischen Strom. Aussteuerwagen um 1900. Vor der Hochzeit wurde die Mitgift der Braut komplett auf einen Wagen geladen und in den neuen Haushalt des Bräutigams gebracht. Der Vorstand des Sportvereins Reichensachsen um 1910.
Musikzug aus Frankershausen. Landwirtschaft damals. Darstellung verschiedener Erntegeräte aus früheren Zeiten. Handablage, Selbstbinder und Großdreschmaschine. Angetrieben und gezogen durch die Pioniere unter den Schleppern Lanz, Hanomag und Fahr. Eine Wandergruppe der 20er Jahre, dargestellt durch den Werratalverein Reichensachsen, gegründet 1892. Mundharmonika in den 20er Jahren. Die Gruppe stellt Mundharmonika-Spieler und Spielerinnen aus den 20er Jahren dar, als sich der Siegeszug dieses Instrumentes in der ganzen Welt vollzog. Dargestellt durch die Freunde der Mundharmonika im Werra-Meißner-Kreis, gegründet 2000. Charleston-Kostüme der 20er Jahre. Die goldenen 20er Jahre, nicht zuletzt geprägt durch das Bild und den Charakter des Charlestons, dargestellt durch den Sportverein Reichensachsen, Turnabteilung Damengymnastik. Die Flower Power Zeit. Die Blumenkinder charakterisieren eine Epoche der frühen 70er Jahre, geprägt durch die Suche nach Alternativen gegen die alten Strukturen. Spielmannszug Werratal Eschwege. Die Gemeinde Werratal im Jahre 1971-72 entstand im Rahmen der Gebietsreform aus den eigenständigen Gemeinden Reichensachsen, Hoheneiche, Vierbach, Langenhain und Oettmannshausen die Gemeinde Werratal. Der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Reichensachsen. Feuerwehr im Wandel der Zeiten, dargestellt durch die Freiwillige Feuerwehr Reichensachsen. Kindergarten Werratal. Musik
Musikzug aus Frankreich. Gartenbau heute, gegründet 1935. Wurde der Schützenverein gegründet. 1937 wurde er zunächst wieder aufgelöst und im Jahre 1955 wurde er wieder gegründet. Krankenpflege heute. Männer Gesangsverein Concordia Reichensachsen. Die Hauptgründung erfolgte 1876. Mit dem Zweiten Weltkrieg ging der Verein zunächst unter. 1976 wurde er wieder begründet. Musikzug aus Ungarn. Wird der DRK-Zug Reichensachsen gegründet. Schön die Mädchen, schief der Turm. Sportverein Reichensachsen, Karnevalssparte Hellau. Die Damen-Handballmannschaft des Sportvereins Reichensachsen wurde in 2003
Hessenmeister und steigt in die Regionalliga auf. Die Illegalen. So feiern wir heute. Eine typische Heimatfest-Feiergemeinschaft. Auch die Jugend beteiligt sich schon intensiv am Heimatfestzug. Reichensechser Wichteleinheit www.reichensachsen.de. Die Lehrer und Elternvertreter der Friedrich-Ebert-Schule. Die Klasse 1a. Überall Computer. Wozu noch Lehrer? Spielmannszug aus Wichmannshausen. Schüler der Klasse 2a. Tourismus der Zukunft. Schüler der Klasse 2b. Die grüne Mannschaft. Schüler der zweiten und dritten Klasse. Gesunde Nahrung. Klasse statt Masse. Natur statt Chemie. Fanfarenzug aus Meinhardt. Klasse 4a. Die modernen Wichtel. Klasse 4b. Kopfarbeit.